Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Bureau XCOM Declassified. Immer noch auf der Jagd nach Axis. Auch wenn ich persönlich nicht glaube, dass wir ihn lebend gefangen nehmen können. So, ich will mich nochmal kurz umgucken. Munition müsste eigentlich voll gewesen sein. Ne, scheinbar nicht ganz. Und ja, ich würde... beziehungsweise ich muss eigentlich nochmal auf das... ja, mein Fauxpas in Shadow of Mordor zu sprechen kommen. Auch wenn ich das für euch Freitag auch nochmal erklären werde, für die Leute, die Shadow of Mordor nicht gucken, für die ist das jetzt eh egal, dann könnt ihr mal kurz weghören oder so, oder keine Ahnung. Oder mich auslachen, das geht auch. Ja, was ist passiert? Die nächsten 4 Folgen, beziehungsweise die nächsten 3 Folgen und die Folge, die heute lief, sind tonlos. Also nicht komplett tonlos, also nicht komplett stumm, sondern ich habe einfach nur den Spielsound aufgenommen und nicht meine Stimme. Ich persönlich habe auch nur bedingt die Möglichkeit, das nachzusynchronisieren und da auch ehrlich gesagt nicht die Lust drauf, weil viel gesagt habe ich auch eigentlich nicht. Und das bisschen Wichtige, was ich gesagt habe, kann ich auch jetzt nochmal eben erklären. Also wir müssen da hinten wahrscheinlich hochklettern. Ja, intelligent. Ja, was ist passiert? Ich war... Nee. Hallo, ich will da hoch. Bin ich blind oder blöd? Oder beides? Wahrscheinlich beides, aber trotzdem. Ja, also ich suche jetzt gerade erstmal hier den Weg. Ich war, beziehungsweise die letzten beiden Wochen, was da kam, also sowohl Shadow of Mordor als auch Darksiders, als auch also sowohl Shadow of Mordor als auch Darksiders, als auch eben hier XCOM. Darüber. Leise. Schon unterwegs. Waren im Voraus aufgenommen, 2 Wochen lang. Marschieren weil los. Ich persönlich nicht da war. Vom Prinzip her. Also, was heißt vom Prinzip her? Ich war einfach nicht da. Blob eingesetzt. Und Kontakt, bin bereit. Das bringt natürlich insofern. Alle hopp! Schalten Sie ihn aus! Das Problem, beziehungsweise... Na... Eliminieren Tatsache Sie ihn! War halt, ich habe gedacht, okay, die Einstellungen sind noch wie vorher. Das heißt, die kann ich dann auch... Ich brauche nicht irgendwie tot, checken oder so, was los war, sondern ich kann halt einfach gehen. Beziehungsweise ich kann halt einfach loslegen. Ganz normal Aufnahme starten. Zack, los geht's. War ein Fehler, sehe ich ein. Ich hätte vorher einen kleinen Soundcheck machen sollen. Das wäre ganz hilfreich gewesen. Und ja. Problem war, was ich nicht bedacht habe, was mir damals schon passiert ist, als ich auf Windows 10 umgeschaltet habe, von Windows 7 damals noch. Ja, Windows 10 hat einfach meine kompletten Mikrofoneinstellungen verhauen. So. Bei TeamSpeak habe ich es nicht bemerkt, weil es bei TeamSpeak automatisch wieder korrigiert wurde. Deshalb habe ich mir nichts dabei gedacht. Habe gedacht, das würde bei dem bei OBS, wo ich mit der Aufnahme halt auch auch gemacht werden. Und habe mir dann gedacht, ja gut, dann kannst du halt einfach loslegen. Brauchst keine Probeaufnahme machen oder so. Wie gesagt, war ein Fehler. Und ja, ich hatte halt ein Update von Windows 10, weshalb halt meine kompletten Audioeinstellungen verhauen wurden. Und ja, deshalb sind leider 4 Folgen Shadow of Mordor stumm gewesen. Wie gesagt, passiert, beziehungsweise gelabert habe ich eh nicht viel. Ich verstehe auch gerade nicht, wo ich hier lang soll. Kann man nicht, wenn wir V drücken oder so? Oder was, F5? So, wir sollen hier irgendwas erledigen. Was sollen wir denn hier erledigen? Ah, da leuchtet irgendwas. Das sollten wir vielleicht mal drücken.
Ja, wirklich viel Interessantes ist halt nicht passiert. Außer so zwei, drei Sachen, wo ich mich gefragt habe, was damit zur Hölle. Damit wäre geklärt, wo sie das Wasser hinschaffen. Aber was machen sie damit? Ja. Das ist das Hypnosetoxin. So verbreitet sich die Infektion. Sie kippen es in unser Wasser. Jetzt reicht's. Ich trinke nur noch Bourbon. Ich würde einen Single Malt empfehlen, aber gut. Auf jeden Fall, das ist die Story, wie es zu vier stummen Folgen Shadow of Mordor gekommen ist. Wie gesagt, für die für hier Bilbo habe ich schon wieder eine Probeaufnahme gemacht. Ich hätte mir die Zeit nehmen sollen, einfach gestern, aber habe ich nicht. War doof. Merke ich selber. Und wie gesagt, nachsynchronisieren bin ich kein Freund von. Zumal, wie gesagt, es ist eh nicht viel passiert. Bin verwirrt. Da hinten ist immer noch irgendwas. Sollen wir jetzt wieder zurückgehen, oder wie? Ich verstehe nicht ganz, was wir machen sollen im Moment. Können wir nicht irgendwie uns das mal anzeigen lassen? Können wir hier irgendwas scannen? Da hinten ist irgendwas. Wahrscheinlich die Waffen, ne? Okay, will sich nicht scannen lassen. Da hinten sind auf jeden Fall Gegner. Da sind Gegner. Scheinbar müssen wir wieder zurück. Finde ich nicht nett. Da hinten war ein Speicherpunkt. Na gut, dann gehen wir wieder. Auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Vielleicht hat sich aber jetzt auch eine andere Tür geöffnet. Das kann natürlich sein. Ich habe ihn gefunden. Ah. Ich nehme eine Abkürzung zu Ihnen. Endlich habe ich ihn gefunden. Ich habe meinen Bruder gefunden. Das ist sehr schön, Madame. Oh, haha. Okay. Auch wenn wir dann direkt auffliegen, Blob ist raus. Lieber als das auf die Schnauze zu kriegen. Du könntest mal noch eine Mine da hinschmeißen. Mine legen, dort! Mine gelegt! Kontakt! Und da gönnen wir nämlich keine Lust, dass der mir hier seinen Scheiß aufbaut. Weil ich kann ganz ehrlich auf die Dingens verzichten. Hebe es an! So, ich heb den an und du schalten Sie ihn aus! Der gehört mir! Haltet den Druck aufrecht! So, einfach mal kurz. Leuchtgeborgenheit, den Frieden von Mosaic. Die Scheißdinger sind gefangen. Kann ich drauf verzichten. Aber wenn man das gepanzert hat. Wo ist denn was gepanzert? Was ist da hinten? Munitionslager. Nö. Siehst du hier nicht. Ach, von hinten kommen Mutanten. Ja, nee, ist klar. So, erstmal den. Wir haben sich da verschanzt! Ja, drum. Ändere die Position! Ja, solltet ihr. Du bist da schon, okay. Dann kommst du auch mal bitte hier hinten hin. Deckung nehmen, da drüben! Marschiere los! Ja, das ist das mit den Drohnen auch sehr ausschalten. Ziehen Sie sein Feuer auf sich! So, wir haben wenig Munition. Aber wir haben ja noch die. Die teilt ja auch noch ein bisschen was. Sehr schön. Ja. Oh, verdammt. Feind außer Gefecht! Kann es sein, dass hinten Silakid von denen rumflitzt? Nee, doch nicht. Setze Blob ein! So, alles.
dass man nachladen würde. Und ich brauche Munition. Sie sind gepanzert! Das ist mir bewusst. Auf und davon! Ich schnapp mir erstmal kurz den nach. Und die Minuten. Durchhalten! Dass wir damit noch zielen können. Also, anzoomen. Sie sind gepanzert! So. Du. Los, Stoßwelle einsetzen! Wir treiben sie zurück! Lenken sie seine Aufmerksamkeit auf sich! Verdammt. Leg du mal bitte da eine Mine hin. Legen sie eine Mine! Mine gelegt! Kommt her und kämpft, ihr Bastarde! Das geht jetzt kurz vorbei. Schön sämtliche Rüstung zerlegt. Ja, du solltest vielleicht wirklich da mal kurz weggehen. Runter! Bin unterwegs! Sie nähern sich an! Jetzt gerade hinter vorne. Hebe es an! Ich brauche Ihre Unterstützung! Auf den da konzentrieren! Er gehört mir! So, Angriff! Agent Weaver, wo sind Sie? Hierauf. Er ist da drin. Moment, ich brauche Munition. So, Laserimpulsgewehr. Dringend nachladen hier. Gut, dass hier so viel davon rumfliegt. Irgendwo war doch noch ein Munitionslager oder so, ne? Ah, gefunden. So, wo sind wir jetzt hin? Da hinten hin, okay. Dann gehen wir doch mal. Was sagt die Uhr? Uhr sagt 12, okay. Okay. Einmal hier durch. Ah, sieht nicht so gut aus. Ich dachte, ich hätte ihn wieder. Sie haben ihn gefunden. Das ist nicht mehr er. Nur eine leere Hülle. Vielleicht können die Ärzte... Nein. Schluss. Er hat schon so viel durchgemacht. Keine Experimente mehr. Sein Leid hat jetzt ein Ende. Was haben Sie vor? Ich werde diese Geräte nun abschalten. Dann kann er endlich Frieden finden. Lass mich das. Niemand sollte das mit einem Angehörigen tun müssen. Überlassen Sie es mir, Angie. Nein, ich sollte. Angela, ich weiß, was Sie empfinden. Vertrauen Sie mir. Ihre Familie. Ja. Okay, Will. Okay. Na dann. Liegt hier sonst noch irgendwie was? Nö, gut. Dann Steuerung der Lebenserhaltungssysteme. Danke. Pete hätte es so gewollt. Ich komme nach. Ich muss mich noch von ihm verabschieden. Du schaffst das, Angie. Und dann wird Access büßen. Angela, reiß dich zusammen. Kitty. Müssen wir wieder da lang? Die andere Tür ist halt nicht aktiv, also. So, wir sollen Access aufspüren. Können wir jetzt hier die Tür nutzen? Sieht zumindest offen aus. Jo. Carter, diese Einrichtung, diese Infektion, das ist alles Teil eines größeren Plans. Ja, des Plans, uns total umzukrempeln. Unsere Gedanken mit diesem Gift zu infizieren, damit wir ihnen freiwillig in die Arme laufen. Im Effekt ein unblutiger Coup. Aber warum dann all die Kämpfe? Warum der Krieg? Das ist kein Krieg. Nicht für sie. Sie bereiten sich nur vor. Aber auf was? Ich weiß es nicht, aber Axis weiß es. Und wenn wir uns zurückhalten können, dem Dreckskerl zu geben, was er verdient, bekommen wir vielleicht eine Antwort.
Verstanden? Er ist in der Wasserverteilerkammer. Gehen Sie. Stellen Sie ihm Ihre Fragen. So. Also hier ist optional, dann muss ich erstmal hier lang. Siehst du es nicht? Wir müssen die Menschheit vor sich selbst retten. Da stimmen wir doch sicher überein. Geht so. An sich schon, aber auf die Methode ist so eine Sache. Was ist denn hier? Gibt es hier nicht irgendwie was? Irgendwie irgendwo? Ja. Ja, da sind nur Gegner aufgetaucht. Weil da ist irgendwas. Ja. Wie habe ich denn die übersehen? Bitteschön. Das Gnadenstoß-Pack. Deutlich stärkerer Schaden bei schwer angeschlagenen Gegnern. Ja, nicht verkehrt, aber auch nicht gut, würde ich sagen. Ich habe gesehen, dass da... Feinde angegriffen! Toll. Werfer Blob! So viel zum Thema, sie haben uns noch nicht entdeckt. Bam, Feinde angegriffen. Mine legen! Da! Mine gelegt! So. Wir rennen einfach so rein. Alter, hält es hier auf. Oh cool, das war das. Sie sind alle tot. Ziehen wir weiter. Weg mit dem Kopf. Munition. So, Fähigkeitspunkte. Was haben wir denn? Wir können ja das Raketen. Den Raketenturm oder halt den Laserturm. Ich nehme nochmal den Laserturm. Yep, möchte ich haben. So, du brauchst nicht mehr viel und wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen bis zum nächsten Rang. Gut. Wie war das? Wir brauchen sogar weniger als Schizzler. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. Sonst noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nö, hier ist nur das Laserimpulsgewehr, aber da unsere Munition voll ist. Gut, dann gehen wir jetzt mal den Weg, den wir eigentlich gehen sollen. Sonst nichts, wirklich nichts. Nö. Schade aber auch. Ich finde so gerne neue Dinge. Und tust du mir das an das Spiel. So, hier haben wir einen Save Point. Da oben! Okay. Läuft ja bei euch. Zuerst mal teleportieren. So, was haben wir hier? Hier ist ein Elite-Outsider, uncool. Normaler Outsider, da ist auch noch ein Outsider, da steht eine Waffe. Uhuhu! Plasma-Scharfschützengewehr, Freunde. Das will ich auf jeden Fall haben. Darüber! Bin dabei! So. Du gehst. Schon unterwegs. Dahin. Bereit. Ja, wir können Angela als Fokus. Hier. Präzisionsschuss. Okay. Da oben ist. Achso, das ist Angela. Erstmal. Eine Mine. Vermint dieses Gebiet. Landmine gelegt. Blob eingesetzt. Und sieht sein Feuer auf euch. Mal. Hier drüben, Arschgesicht. Feinde angegriffen. Weil der rennt dann voll in die Mine. Ja, sehr schön. Ich brauche Heilung hierüber. Weaver, einmal bitte. Bei dem da brauche ich Hilfe. Den da. Wir heben. Nicht angehoben! Haltet den Druck aufrecht! Und Heilung natürlich. Wo kam das her? Agent Weaver in Position. Vorwärts. Wir hören, was die Lady sagt. Kablops, mit denen kommen wir aber klar. Das dürfte nicht das Problem sein. Schütze
Luftduelle mit einem Präzisionsgewehr? Das sind mir die Liebsten. Ich muss auch sagen, Präzisionsgewehr finde ich ganz gut. Ich habe keine Ahnung, was ich meine. Aber in jeder Welt scheint es welche zu geben, die die Zukunft einfach nicht annehmen. Anschau, schalten Sie ihn aus! So, du wir brauchen mehr Feuerkraft! Geschütz in Position! Lenken Sie die Aufmerksamkeit von diesem Bastard auf sich! Kommt her, ihr dämlichen Bastard! Ja. Der Tippmaler darf gerne mal. Sie haben unser Geschütz ausgeschaltet! Dann schaltet ihn halt mal aus. Meine Güte, so schön. Sie kommen näher! Befehle! Ja. Befehl ausschalten. Sonst noch irgendwo. Nur noch die beiden Sektoren, okay. Bei dem da brauche ich Hilfe. Dann hebe ich den Kleinen ja noch hoch. So, ich will jetzt das Sniper haben. Gib mal her. Ausrüstung halten lädt sich beim Zielen automatisch auf für höchste Feuerkraft. Drücke die mittlere Maustaste zum Umschalten der Vergrößerungsstufe. Angriff! Ich überlasse euch mal den Typen. Angriff! Verstanden! Und noch einen erledigt! Das ist der letzte! Als ob's nicht schlimm genug wäre, infiziert zu sein. Danke, Agent Weaver. Mit denen. Es hat ihnen nicht gereicht, uns zu Sklaven zu machen. Sie wollten uns zu Outsidern machen. Glauben Sie, welche von denen, die wir bekämpft haben, waren mal Menschen? Daran dürfen Sie nicht denken. Nicht jetzt, sonst kommen wir hier nie raus. Ja. Wir kriegen eine Drohne. Die Gegner von oben angreift. Das klingt doch sehr gut. Eine gepanzerte Drohne ist ein gutes Hilfsmittel im Gefecht. Sie feuert über die Deckung hinweg und umgeht Gegner von oben. Das gefällt mir. Die nehmen wir gerne mit. So, ich bräuchte aber Munition für das Sniper. Da ist Munition, sehr schön. Dann können wir uns doch mal. Muni. So, leider das übliche Problem von Scharfschützengewehren. Wir haben verdammt wenig Schuss. Da hinten ist eine Tür. Okay, da wollen wir hin. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen leckt. War nur so ganz leicht. Jetzt wird es irgendwie mit 20 FPS laufen, statt mit 30 oder 60. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, Freunde, ich mach für heute Schluss. In der nächsten Folge werden wir uns dann hoffentlich endlich mal Excel schnappen. Ich weiß, das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, aber also für euch letzten Freitag. Wir haben ihn halt immer noch nicht gefunden. Mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.